Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Herzlich willkommen aus Nordthailand. Grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bin ich wieder im Café am Ende des Universums. Hier war ich schon ganz oft, habe schon ganz viele Videos gedreht. Ich lasse euch oben nochmal einen Link da. Da könnt ihr ein paar Drohnenaufnahmen sehen. Das ist oben wunderschön. Passend zur Jahreszeit, überall blühen die Christsterne. Und ihr seht, ich bin heute nicht alleine da. Ich habe Besuch und der stellt sich jetzt einfach mal kurz vor. Gut, also ich bin Julia. Ich wohne in der Schweiz, komme ursprünglich aus Deutschland. Und ich bin heute den Stefan besuchen, weil ich auf meiner Dog Rescue Mission unterwegs bin und dachte, ich komme mal im Norden vorbei und sag Hallo. Wenn ihr meinen Kanal länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich letztes Jahr 3 Videos über Dog Rescue Thailand in Rayong gemacht habe, einen großen Dog Shelter, der da ist. Und an den bin ich gekommen, weil die Julia mich irgendwann übers Netz kontaktiert und gesagt, Mensch, fahr doch da auch mal hin, mach doch da mal ein Video. Und ja, wie bist du denn hier auf den Hund gekommen? Wie bin ich auf den Hund gekommen? Eine gute Frage. Also ich habe mit einem Kollegen eine Reise durch Thailand gemacht, 2018. Da waren wir auch hier in Chiang Mai, Pai. So eine klassische Backpacker-Tour. Klassische Backpacker-Tour, genau. Ja. Bangkok, Krabi, Koh Samui. Also wirklich von Norden nach Süden. Und ja, überall in Thailand sieht man die Straßenhunde. Also das heißt, egal ob touristische Gegend oder nicht touristische Gegend, die Bedingungen, unter denen die leben, sind ziemlich erbärmlich. Und ja, wie habe ich das gemacht? Erik hieß oder heißt der Kollegen, mit dem ich da unterwegs war. Und dann habe ich angefangen, gesagt, Erik, wir müssen die Hunde füttern. Das geht nicht anders. Die haben nichts zu essen, wir müssen die Hunde füttern. Dann sind wir zu zweit auf dem Moped und mit 2 Sack Hundefutter da die Gegend abgefahren. Und ich habe ihn dann, glaube ich, an die Grenzen seiner Nerven gebracht, weil an jeder Ecke, wo wir waren, mussten wir Hundefutter kaufen. Dann mussten wir Medikamente kaufen. Dann mussten wir Zeckenmittel kaufen. Und ja, so hat sich das irgendwie entwickelt. Und als die Reise dann abgeschlossen war und er mit den Nerven am Ende und ich irgendwie auch mit den Nerven am Ende, habe gesagt, das Land ist so schön. Ich habe wirklich also die beste Zeit gehabt. Aber ich komme nur wieder, wenn ich mich engagiere. Und dann habe ich im Internet Dog Rescue Thailand gefunden. Und seitdem komme ich 2-mal im Jahr und unterstütze die Organisation auf Volunteerbasis. Du unterstützt die vor Ort ein bisschen? Genau, vor Ort und aber auch von der Schweiz aus. Aus der Schweiz, das weiß ich, dass du da ganz viel die Facebook-Seite machst. Und genau, richtig. Machst, ja. Also Marketing im Prinzip, alles, was man online machen kann. Ja. Ich schreibe Unternehmen an, ich schreibe Privatleute an. Und das. Haben die ihren Stiftungsstatus mittlerweile? Der ist in Arbeit, also die Papiere liegen bei den Anwälten. Das heißt, das Geld hat sie zusammengekriegt. Genau. Das Geld ist zusammen, wobei eben auch die Häuser, die auf dem Grundstück sind, die wurden als Value anerkannt. Oh, und Gott, das ist eigentlich der Grund. Ja, das ist der Grund, weshalb es jetzt funktioniert hat. Schön. Also Stiftungsstatus ist halt deshalb wichtig, weil man dann eben auch für Firmen interessant ist. Das ist ja ähnlich wie in Deutschland, dann kann man das Ganze steuerlich entsprechend nutzen. Und ich sag mal, wenn du jetzt so eine große Hundefutterfirma anschreibst, die werden dich nicht wirklich bedienen, wenn du nicht einen Stiftungsstatus hast. Wie viele Tiere habt ihr im Moment im Shelter? 250 im Tierheim. Okay. Und nochmal 300 auf der Straße, die wir mit Futter versorgen und mit Medikamenten und Impfungen und alles, was es halt braucht, dass die Tiere gesund sind. Und Sterilisation vor allen Dingen. Sterilisation, genau. Ja. Wenn euch das interessiert, ich habe da war mehrere Tage da. Ich bin mitgefahren mit den Mopeds, mit den Beiwagen mit raus. Habe das Ganze auch mit der Drohne aufgenommen. Hunde füttern, den Shelter. Ja, die haben ja, ist ja irre, dieses Gelände mit dem Badesee für die Hunde, weil hier ist natürlich heiß und die Hunde schwimmen alle unheimlich gerne. Und da gibt es also eigentlich, finde ich, gar nicht so schlechte Videos zu. Mhm. Die haben wir mittlerweile auch nochmal Englisch übersprochen. Die nutzt ihr auch hoffentlich immer noch. Genau, also auf der Homepage haben wir die Videos verlinkt unter About Us. Da sind die alle drauf. Und wir, Stefan hat auch für uns einen, wie nennt man das, einen Trailer? Ja. Sagt man das? Ja. Genau, einen Trailer gemacht. Der ist auch direkt auf der ersten Seite. So eine kurze Zusammenfassung von den Dingen, die wir da machen. Und wir freuen uns natürlich immer über Leute, die in ihrem Urlaub, vielleicht für 2 Tage, vielleicht für eine Woche kommen und Volontär sein wollen.
Das ist natürlich toll. Hatte ich ja auch schon Gäste. Der Sven, der ist von hier aus direkt zu euch runtergefahren. Richtig, genau. Stimmt, der Sven, ja. Doch, das war sehr schön. Der hat dann auch ganz viel für uns, uns Tipps gegeben bei Instagram, was wir noch machen können. Und hat Artikel über uns geschrieben und hat auch noch einen Kontakt hergestellt zu Thailand Sun. Die haben auch noch einen Artikel geschrieben. Sehr schön. So verbreitet sich das, wenn jeder so ein bisschen, wie der Stefan, so die Werbetrommel rührt, dann kann man ganz viel bewirken. Ja, genau. Also da muss ja gar nicht jeder Einzelne viel geben, sondern jeder in seinem Umfeld mal gucken, kenne ich nicht jemanden, der vielleicht auch einen Bezug zu den Tieren hat oder eine Möglichkeit hat oder... Ja, ihr braucht wirklich jeden Sack Futter. Ich war ja da, ne? Also bei der Menge Tiere da, alleine die Futterkosten, das ist ja abartig, ja. Und die Medikamente, die müssen alle geimpft werden, dann gegen Räude und dies und das und die ganzen Hunde, die draußen rumrennen, die Sterilisation, die Tierklinik, die gebaut werden soll und ein wahnsinniger Aufwand. Und die Theresa, die das Ganze im Prinzip vor Jahren aus dem Boden gestampft hat, ja ähnlich wie du, nur ein paar Jahre davor. Die hat auch ihr gesamtes privates Vermögen, habe ich so das Gefühl, die hat echt alles da reingebuttert. Ne? Und viel. Wirklich viel da reingebuttert. Und wie immer hängt es halt an dem persönlichen Engagement von Menschen und ich finde das total bewundernswert. Und ich weiß, dass gerade unter vielen Europäern hier in Thailand so, also es gibt auch eine Menge, die sagen, ey, die blöden Pölen und die nerven mich beim Mopedfahren und rennen mir beim Fahrradfahren hinterher und aber mein Aufruf auch an die Leute, also wenn irgendjemand dafür sorgt, dass hier weniger Straßenhunde rumlaufen, dann müsste euch das eigentlich auch recht sein. Und wenn das jemand ist, dann seid ihr das. Ja, das ist so. Ja, also ihr sterilisiert. Das ist ja wirklich, das habe ich ja mitgekriegt. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Einfach die Vermehrung der Hunde, die völlig unkontrollierte Vermehrung eindämmen. Und damit sollte ja auch jedem, der vielleicht nicht so ein Hundefreund ist, ja klar sein, dass es anders nicht geht. Ja, ich finde auch einfach, eben, es spielt im Prinzip keine Rolle, für welche Organisation man sich engagiert. Das ist, solange sie natürlich seriös ist, klar, das ist wichtig. Ja. Aber es gibt überall, eben auch hier im Norden, es gibt überall so kleine Einzelkämpfer, die sich dann wiederum mit Großen, zum Beispiel mit Zeudog, zusammentun und einfach versuchen, für ihren Ort, für ihr Dorf, wo sie leben, die Situation zu verbessern. Und am Ende ist es ja auch für die Menschen schöner, wenn sie hier sind. Auch für die Touristen ist es schöner, am Strand zu sitzen oder eben hier eine Tour zu machen. Und dann laufen da einem da ein paar freundliche Hunde beim Café entgegen und die kann man streicheln. Das ist doch viel schöner, als wenn da irgendwie halb verreckte Viecher mit Hautkrankheiten und Blutkrusten irgendwie am Wegesrand liegen. Es ist doch auch als Tourist schöner, wenn man es mit gesunden Tieren zu tun hat. Und von dem her... Und die brauchen alle ganz dringend Hilfe. Also ich habe die Soidog in Chiang Mai sitzen die ja auch. Und da sitzen auch noch einige andere. Ihr kennt den Lutz aus meinen Videos. Der hat ja auch 3 Hunde da übernommen aus so einem Shelter. Und die sind alle am Anschlag. Die sind wirklich alle am Anschlag. Und das ist schwierig. Was ich halt auch immer finde, ist, ich glaube, so das Gleichgewicht in der Welt, das hält sich nur, wenn man gibt und nimmt. Und ich glaube, es ist egal, wo man sich engagiert, aber wenn man so gar nichts tut, das finde ich immer schwierig. Ja. Sollte jeder so sein Thema finden. Muss ja auch nicht jeder für Hunde, genau. Nein, nicht jeder sein Thema, genau. Sollte jeder sein Thema finden. Also das heißt, die einen möchten gern was mit Kindern machen, die anderen mit alten Leuten, die nächsten Umweltschutz. Müll ist auch ein Riesenthema. Auch das Thema Datenmüll. Irgendwie hat es mir die Datei zerschossen. Die letzten 30 Sekunden fehlen. Aber das ist ja nicht schlimm, denn wir waren eigentlich durch. Ich denke, jeder hat verstanden, um was es geht und hatten uns eigentlich nur noch verabschiedet. Und das kann ich jetzt auch an der Stelle gerne nochmal tun. Ihr Lieben, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, seid nett zueinander. Und wenn ihr irgendeine Möglichkeit seht, den Fifis zu helfen, dann tut das bitte. Liebe Grüße aus Thailand. Tschüss.